Hallihallo, Löschen und ein wunderschönes Willkommen zurück hier bei Minecraft Life in the Woods mit dem Darky Priest. Hallo. Und meiner Wenigkeit, dem Knusperkopf. So. Ja. Neue Aufnahmesession. Genau. Ja. Dann vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt und wir sehen uns auf... Nein. Was machen wir, Darky? Erzähle. Also wir haben uns jetzt überlegt, dass das ja meine letzte Session vor dem Urlaube wird. Ja. Und danach der Knusperschädel ein wenig alleine, vielleicht oder auch nicht, das kann er noch gar nicht so genau sagen. Wie mir die Lust steht, genau. Haben wir uns überlegt, ob wir hier unten vielleicht, hier unten. Ich trau mich nicht. Vielleicht. In unserem Geheimkämmerchen. So ein bisschen so eine multinationale Anti-Terror-Organisation gründen wollen mit einem Gate und allem. Mit einem Gate. Gate, einem Stargate. Ja, wir wollen's so, also ich muss sagen, ich habe Stargate nie wirklich geguckt und so, aber ich hab's glaube ich mal gesehen, so ein bisschen so. Und so in dem Stil. Nee, doch. Ich nie, aber ach, du. Ach nee, ah, da ist er. Und wir wollen das so ein bisschen, wollen wir wie so eine Geheimstation bauen. Da habe ich vorhin schon mal ein Darky so ein paar Ideen präsentiert, die mir so ganz mega spontan eingefallen sind. Ne, wirklich spontan. Und die fand ich war selbst über mich überrascht, ja. Ja, also ich nehme mich auch. Also ich habe nur gesagt, sollen wir hier einen Monitor reinbauen? Nee, aber ja, ich kann es ja nochmal versuchen, kurz und knackig zu erklären. Ja, aber und zwar geht's hier... Hier kommt eine Tür rein, ne, damit das nicht ganz so offensichtlich ist vielleicht. Dann geht's hier runter, eine fette Treppe, die geht immer dann hier runter. Dann kommt ein Gang, durch den man durchlaufen muss, links und rechts oder bloß rechts vielleicht. So ein kleines Wächterbüro. In dem Gang sind so kleine Sensoren und vielleicht Kameras, je nachdem, was man alles so finden. Wo man halt durchleuchtet wird. Der Wächter, der checkt halt dann alles ab und dann kommt man in so einen Quergang, wo links und rechts eine Treppe runtergeht durch eine Tür und in der Mitte ist dann das Büro beziehungsweise diese Aussichts ja wie auch immer für halt das, ja, sagen wir mal Stargate, vielleicht setzen wir dort einfach ein Enderportal hin, ich weiß es noch nicht. Enderportal können wir gar nicht bauen. Netherportal hin. Was halt sozusagen als Stargate fungiert. Oh, hier dann geheime Tür mit Druckplatte, oder? Ich gebe dir gleich Druck, Junge. Ja, von mir aus, aber die Details können wir ja dann später machen. Hier machen wir erstmal. Hast du noch ein Mamo hier? Mamore. Nein, aber wahrscheinlich oben bei und der. Dann setz mal einen Dreckklumpen hin oder so. Du hast gerade einen einstecken. Kalk? Das ist doch Kalk und ist egal. Marmor. Ja, aber der Rest ist ja Marmor. Hallo, der Rest ist doch Marmor. Du hast doch ja. Hier mit Marmor gebaut. Macht da keinen Sinn. Dann hau dir den Dreckklumpen bloß rein. Ich will bloß, dass wir den Punkt für die Tür schon mal haben, weißt du? So. Okay, läuft bei dir. Ja, manchmal. Und er hat sich jetzt bereit erklärt, mir auch zu helfen. Weil, was? Ja, wie gesagt, letzte... Gib mal irgendwas zum Bauen hier. Ich brauch mal irgendwas. Ach hier, warte. Gar nichts. Ich habe mich gerade komplett. Warum ist das ein Marienkäfer auf meinem Monitor? So, wir machen das mal. Ich tauch mal eben nach oben. Wir machen das mal. Wir machen das mal so. Ja, und ja, wir müssen erstmal ausbauen. Wir müssen erstmal alles ausheben. Das dauert noch ein bisschen, bis wir das eigentlich brauchen. Dann machen wir hier oben so eine Fläche, die reicht vielleicht 2. Machen wir die Treppe 2 oder 3 breit? Normalerweise entweder 1 oder 3. Ja, aber die Treppe, ich meine, ne? Die Treppe ist ja aber so. Die Treppe ist aber erstmal eigentlich egal, finde ich. Ich würde die einfach mal gerne asynchron machen. Willst du viele Carpenter-Blöcke haben? Gerade brauche ich sie nicht, wenn ich ehrlich bin. Nein, ich meine rein theoretisch. Da können wir noch ein bisschen mit den, obwohl, ja, ein paar habe ich ja. Habe ich jetzt keinen Marble, keinen Marmor, kein gar nichts? Nee. Ich muss erstmal jetzt hier mich irgendwie koordinieren. Ich bin nämlich noch total, ich weiß noch nicht so richtig, wie ich was baue. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir jetzt Wasser haben. Ah, 2 Marble. Yeah, auf jeden Fall weiß ich, dass wir jetzt Wasser haben hier. Mhm. So. Hallo, Wasser, geh weg. Danke.
Ja. Leute, Leute, Leute. Jetzt haben wir blub. Wie viele Stufen gehen wir hier runter? Das wäre eine, zwei, machen wir vielleicht drei Stufen. Und dann kommt die Kurve von der Treppe, würde ich sagen. Oder machen wir eine flache Treppe? Wir machen... Na, flache Treppe wird vielleicht nie ausreichen dann, um weit runter zu kommen, hä? Eine flache Treppe käme cooler, oder? Also mit Slabs halt so eine Treppe. Ja, ja, schon. Und die braucht halt deutlich mehr Höhe hier. Ja, naja, egal. Komm, wir machen die jetzt so. Ich finde, jetzt ist nie so schlimm. Da kann man immer noch einen wegnehmen, wenn es sein muss. Also machst du jetzt zwei breit. Ja, ich mach die jetzt mal. Ich wollte mal asynchron bauen jetzt einfach mal. Ach, was ist denn jetzt schon wieder? Du bist schon wieder. Ich glaube, ich bin schon wieder abgestört. Nein. Wohl. Nein. Hör auf, du. Weiß irgendwie nicht, was das hier ist. Irgendwie ist komisch, ja. Also bei mir ist heute ganz eins, schlimm. 1, 2, 3. Naja gut, es sind jetzt 4 Stufen, ist aber egal. Ich mach derweile trotzdem mal weiter, naja, ja. Erzähl du mal weiter. Ich frag dich nur. Mhm. Dann geht's hier um die Kurve, theoretisch. Ich würde sagen, wir lassen zwischen den Treppen. Aber funktioniert nicht, aber ich mache das einfach in der Aufnahme. Scheiße. Wie du möchtest. Hier ist eine Stufe, hier ist die Fläche. Hier ist Fläche. So. Was immer Java bei mir vom Problem hat, ich weiß. Ja, Java hat immer Probleme. Oh, Jan. Java ist das Problem, das ist ja das Problem. So, dann geht's hier runter, sowas in der Richtung. Das kommt noch raus, hier dieser Zwischensteg. Da machen wir wie so ein Geländer, oder? Naja, gut, das wird wahrscheinlich... Da müssen wir mal gucken, vielleicht geht's ja... Ach, nö. Ach so, okay. Müssen wir mal gucken, vielleicht kriegt man das irgendwie hin. Mal sehen. Auf jeden Fall geht's hier runter. Dann geht es hier weiter. Die Frage ist, wie weit wollen wir jetzt hier runter? Achso, das war halt unter dem komischen Durchtauchtunnel. Naja, die Halle sozusagen, die Mecker ein bisschen hoch werden, oder? Die muss schon ein bisschen höher werden, ja, weil sonst wirkt es ja nicht. Es muss ja alles mit Monitoren, dann brauchen wir das Portal, das ist allein schon 4 hoch, mindestens 4. Ja, gut, soll jetzt aber nicht so schwer sein, das da rein zu platzieren. Ja, aber allein schon 4 und dann drüber brauchst du ein bisschen... Ja gut, wir gehen ja dann aber nochmal ein paar Stufen nach unten. Wie gesagt, oben kommt ja dieses Büro rein, dieses große, dieses Überwachungsbüro. Ja, und dann sitzt ja eigentlich geht's schon drüber und dann geht's Gänge genau, ja schon und dann geht's genau. Ja nochmal links und rechts noch ein Stück runter in die Halle dann. Mhm. Ich denke, wenn wir hier so... Ja, ich glaube, das müsste gehen. Eins, also eine Stufe, 2, 3, 4 sind es jetzt hier. Ne, 1, 2, 3, 4 Stufen nach hier und hier wären es jetzt 1, 2, 3, 4. Jetzt wären wir auf der Höhe. Ich denke, das können wir machen. Lass das eigentlich nur eben an, damit man im Prinzip auch dich hört, wie du das erklärst. Ja. Ich sag am besten gar nicht mehr. Doch, bitte. Also hier direkt im Prinzip direkt runter. Von dem Gang, direkt von der Treppe in den Gang rein. Was sagst du? Bin gerade ein bisschen. Wir könnten mal jetzt aber auch direkt schon ins Dings, in das Büro, hier schon rüber. Ja, wir wollen ja noch diesen Sicherheitsbereich machen. Ach so, da stehen da erstmal durch. Schleuse praktisch. Hm? Da ist die Frage jetzt, ob man da erstmal wie so eine Wartehalle machen oder sowas, so ein bisschen. So ein Warteraum, aber macht eigentlich nie so viel Sinn, oder? Hm. Weißt du, dass man nicht direkt hier runterkommt, die Treppe und direkt in den Kanal reinlaufen muss, sondern dass es halt, ja, dass sie das halt erst freigeben müssen, wenn du in den Kanal reinlaufen darfst zum Beispiel. Da macht man halt so ein Eckbüro, dass die komplett die Übersicht haben, verstehst du? Ja, mit so zwei Fenstern, wo sie dich im Prinzip anglotzen. Naja, da können wir dann so einen Wachmann ganze, oder sowas reinsetzen. So eine komplette Fensterreihe, würde ich sogar sagen. Aber wenn man hier zum Beispiel zu sagen, wer ruft mich jetzt an? Nö, ich kann jetzt nicht. Ist keine GEMA-freie Musik. Doch, ist GEMA-frei, glaube ich. Dann machen wir hier so ein, wie so ein Warteräumchen hin. Das, wir können ja einfach... Aua! Sorry. Nee, du hast mich getroffen. Ja, meine ich. Warum sagst du da Aua? Weil ich's kann. Ja, dann machen wir das halt 2.
Jo, 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 so. No? No. Dass er mir immer den Weg rennen muss, ne? Warum benutze ich eigentlich keine Schaufel? Das frage ich mich auch. So. Ach, weil ich keinen dabei hab. Wie groß wird denn, da kommt den Warteraum? Dann machen wir noch drei zur Seite, also eine Reihe noch raus, würde ich sagen. Hä? Okay. Ich denke, das kann man machen. Da kann man hier eine Bank zum Beispiel hinsetzen. Da eine Bank. In der Ecke vielleicht eine Lampe. Wir übertreiben wieder total. Ja, es müssen ja jetzt nicht 50 Bänke sein, sondern... Dagi fragte, können wir vielleicht einen Sonar reinmachen in den unteren Raum? Ja komm, ich will ja auch mal was Größeres bauen. Ja, ist ja auch geil. Finde ich ja voll cool. Ich hab da gerade mal voll Bock drauf. Du hast mich da echt jetzt irgendwie ganz angefixt. Schön angefixt, ja. Was sind das denn? Was sind Platzhalter? Ja, das sind bloß die Sanddinger, die wollte ich mal... Vielleicht machen wir hier einen einzelnen Stuhl und hier einfach noch so einen doppelten Stuhl, so. Einfach mal... Und hier ist dann so eine Glaswand? Nee, hier müsste ja schon die Glaswand sein. Na, warte mal, ich hab das voll im Kopf gerade irgendwie, ich weiß auch nicht. Du, dann bau! Was soll ich machen? Hier, alles weg? Ja, die Reihe noch weg hier, ja. Bist du auch schon drei Reihen? Ja, bist du auch. Okay. Und dann machen wir das einfach mal ganz gewitzt. Dann machen wir dort eins... So, da müsste das aufs Gleiche hinauskommen, ne? Das wären sozusagen die Sitzbänke. Nee, doch, hier klar. Hier sind zwei. Ne, das soll ja unsynchron hier sein. Achso. Verstehst du? das ist genau umgedreht. Hier sind 2, 1, 2 und jetzt ist 1, 2, 1. Du meinst diesen Man in Black Wartebereich. Du kommst rein und hast so Ledercouch so nach dem Motto. Und dann setzt sich jeder rein. Ja, Couch und sowas bestimmt. Haben wir ja alles da. Das ist ja voll eben. Geil. Oder können wir hier eine fette Eckcouch reinballern oder sowas? Ja, eben. Hier voll so. Und hier ist erst so mal Pilze essen, Mann. Ja, geht gleich los. Junge Schleuse, Junge. Geht gleich los. Bin schon. Und das Ding ist ja das, logischerweise müssen der Eingang für den Wächterraum ist natürlich nie von hier, sondern nach der Schleuse, ne? Macht der Sinn, oder? Ja, klar. Gut. Also hier wird entschieden, wer im Prinzip rein darf. Und da könnten wir jetzt hier machen, so einen kleinen geheimen Eingang. Da ladest du hinten rein und da hast du so einen Monitor, so verspiegelte Scheiben oder sowas. Warte mal, ich habe gerade Plan, warte mal. Das kommt hier raus, das geht bis oben hin durchgehend, wie so ein, kennst du ja beim Treppengeländer, ne? Eine Spindel? Beim Treppengeländer kennst du da, wenn du in der Mitte so frei hast halt, ne, ist ja klar. Und so will ich das hier auch so ein bisschen haben. Warum auch immer. Ja, so ein mega... Ja, von unten nach oben durchgehendes Treppengeländer. Ich bin ja doof. Jetzt habe ich hier was rausgemacht. Egal, ja, ich bleib erstmal so. Es bleibt erstmal so. So, passt das? Mhm. Und dann haben wir nämlich hier einen Dreierzugang. Dann kommt die Treppe zwar plus zwei runter, finde ich aber gar nicht so ungeil, muss ich sagen. Und dann können wir nämlich direkt gerade weiter. Können wir hier. Dann müssen wir aber hier noch eins nach drüben. Und wir müssen auch noch eins nach oben. Ja, das können wir ja noch machen. Das können wir ja noch machen. Aber hier noch eins nach drüben, das kannst du ja machen kurz. Wo drüben? Na, hier drüben noch die Wand raus. Okay. Weil jetzt haben wir ja bloß... Weißt du? Aha. So, dann kommt hier eine Tür rein, theoretisch. Dass man dann in diesen... Ah, die mache ich dann rein. Das irritiert mich sonst so ein bisschen. Und dann machen wir erstmal so einen Gang. Mal schauen. Lass mal ein bisschen reinbuddeln hier. Weiß ich nicht, der muss jetzt nicht ewig lang sein. Einfach nur so ein kleiner Sicherheitsbereich, wo da so ein Hansel gucken kann, was da Sache ist. Alter, voll die Idee gerade hier. Das ist erstmal alles bloß Rohfassung, ne? Also, die Feinheiten kommen dann später erst. Eigentlich müssten wir den ersten Teil schon mal anfangen auszubauen, damit wir dann, falls was anders wird, dann nie alles ändern müssen, weißt du, wie ich meine? Aber er sagte gerade bei Nee, dort nicht, dort nicht, dort nicht, nein, nein. Ja, bist doch dahinter. Ja, dahinter, aber nur hier, weil ich ja jetzt gerade die Reihe noch rausgezogen habe. Damit hier drei sind und dort drei sind. Ja, aber hinter den Dinger brauchen wir doch auch noch Blöcke. Wieso, das sind doch die Bänke, die an der Wand stehen, theoretisch. Ja, und die Wand machen wir jetzt in der Farbe, oder wie? Ach so, meinst du dann? Ja, ich hätte erstmal die Rohfassung so gelassen, damit wir erstmal nicht durcheinander kommen, vielleicht.
Nein, ihr wird nicht durcheinander gekommen. Okay, dann let's go. Fertig. Du darfst von mir aus aufhübschen. Ja, ich habe leider nichts zum Aufhübschen. Also aber weißt du, da machen wir keine normale Tür dann rein, sondern so ein Garage-Door dann. Ja, irgendwie, ne? So was richtig Episches, sowas. Boah, wir könnten eigentlich ein riesiges Garage-Door machen, ne? Das ist ja egal, wie groß du das machst. Das passt sich nämlich dem Bereich an. Die Garage-Doors. Kennst du Man in Black? Eigentlich auch heftig. Man in Black, du kommst hier rein, so... ich sitze hier mal, ich weiß gar nicht was. Kommen Sie mal mit. Mega Halle. Oder? Na, erstmal kommen wir ja hier rein, ne? Mhm. So, hier drüben sitzt der Hansel drinne. No, das hier ist hier das. Dann auf, das ist sozusagen, aufgerufen. Das ist sozusagen das Sichtfenster hier. So, das okay. Ist das Sichtfenster. Ja. Ne? Ich mach das Eisen, jetzt mal Eisen. Provisorisch. Du kannst ja hier dahinter schon mal ein bisschen so ein kleines Räumchen ausbauen, wenn du willst. So, für den Hansel eben. Also das, was ich gerade reingerissen habe. Die Eingangstür. Na, die ist, nö, ich würde sagen, von anderen, ja, können wir ja dann immer noch. Oh Gott! Lava! Lava, Junge! Ich habe leider keinen Block. Jetzt mach doch den Block dahin. Mein Block. Da macht doch kein... Ach, da habe ich unten mein... Ah, okay, wir sind jetzt unterhalb meines... meines Lava-Tümpels. Ja, nicht so schlimm. Ist ja alles easy. Die Tür können wir dann ja immer noch versetzen. Geht bloß darum, dass du ja schon mal aushöhlen kannst so ein bisschen. Wir müssen das ja eh hier... Wir müssen das ja eh hier alles noch abändern. So, die Frage ist jetzt... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ach so, den kann ich ja eigentlich komplett wegmachen, ne? Ja, eigentlich, aber lass mal noch ein bisschen stehen, damit ich hier einen Überblick habe so ein bisschen. Meinst du, das Räumchen reicht? Du brauchst den ja eigentlich bloß 3-4 breit dann machen, oder? Ja, für die lieben Freunde müssen wir ja sagen, ich lasse das jetzt auch mal so stehen, damit Knusper das auch checkt, weil im Prinzip, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt noch dabei bin und dass er einfach weitermachen kann. Ja. Ne? Ach, mal alleine so ein ich bisschen. Ich überlege gerade nur. Das muss ich 3 nach hinten, mindestens 3, wenn nicht sogar 4. Na, da macht 3-4 irgendwie sowas in der Richtung. Aber zu groß soll es auch nicht werden, ist ja bloß ein kleines Wächterbüro. Ja, da geht ja immer noch ein Block weg für die ganzen Wände und, ne? Ja. So, ich glaube, das reicht dann langsam mit Gang, oder? Wisst ihr? Ja, ja, sicher. Gut, aber ich muss trotzdem noch weiter hier hinter, logisch. Weil hier geht es dann zur Seite. Hier so. Und natürlich kriegt der hier ohne ein Sichtfenster. So, der ist das jetzt hier oben zu? Hier ist Glas. Ah, mein, oh mein. Nein. Was sind das jetzt? Ja, das Glas von unten. Hier drüber ist mein Wasser. Ist doch egal, ist er im Büro, ist doch nicht so schlimm. Oh cool, da kann der sogar beobachten, wer von oben kommt. Genau. Yeah. War immer so geplant, Leute. Ja, war so auf jeden Fall, ne? Genau, also hier kannst du auch noch. Das gilt auch noch mit als Büroraum sozusagen. So. Und dann? Dann? Und dann? Hey Mann, wo ist mein Auto? Was? Weiß nicht, wo du es geparkt hast, mein Junge. Dann? So. Ich weiß gerade noch nie, was du tust, aber tu es. Ja, hier, Büro. Nein, wo willst du noch mit dem Büro hin? Was hast du gesagt, hier Sichtfenster, alles. Naja, no. Da war ich da, das habe ich doch gerade schon eingegrenzt, mein Lieber. Ach so, das habe ich nicht gut. So. So reicht es, sodass er den Überblick über den Gang hat halt, weißt du? Boah, da solltest du einen NPC hinmachen, der die ganze Zeit immer hin und her geht. Ja, das muss ich mal gucken, wie das geht. Und von hier hätte ich wahrscheinlich dann die Tür reingemacht. Irgendwie so. Ja, mit dem Eisen los. Kann ich schaden. Hm? Das kann nicht schaden, sag ich mal. So, die Frage ist, wie groß muss denn dieser Beobachtungssaal werden, dieser... Weißt du, was ich meine? Nope. Da würde ich dann, da kommt dann hier die Tür rein. Für diesen Überwachungsraum. Das ist doch der Überwachungsraum hier. Ja, das ist der Gang. Hier wird gecheckt, hier ist die Sicherheit. Ja, aber hier ist doch schon Überwachung. Ja, aber diesen für Stargate-Überwachungsraum. Ach so.
Die Frage ist, wie groß sollten der werden? Schau dir mal an, wie groß das alles ist. Ach Quatsch, das ist einer Pipi. Guck mal, das haben wir jetzt innerhalb von 20. Das haben wir jetzt innerhalb von 20 Minuten gebuddelt schnell. Okay. Oh. Übrigens also 20 Minuten. Fall, ja, ja. Ich würde auf jeden Fall sagen, die Breite. Dass auf jeden Fall drei Operators hier sitzen können vor dem Fenster, um die Sache zu überwachen mit ihren Laptops und so. Naja, ne? du hast doch Stargate mal geguckt, ne? Wie viele sitzen denn da so üblicherweise? So einer. Rum? Okay, das ist gut. Stimmt, der die ganze Scheiße steuert, oder ne? Ja, eigentlich nicht, aber irgendwie, ja. Irgendwie doch. Gibt's halt verschiedene. Weißt du was, wenn wir hier drüben so einen Überwächterraum haben, können wir auf die andere Seite so ein kleines Lagerräumchen machen mit ein paar Regalen oder so ein Scheiß. Was machst denn du? Eisen abbauen. Klar, also, ja, der Raum mag schon ein bisschen größer werden, denke ich fast, oder? Dieser Überwachungsraum, müssen wir mal gucken. Boah, was ist denn da drüben schon wieder? Alter. Ja, ich überlege, wann die Treppe runtergeht, deswegen. Ist gerade... Wohin? Achso. Ja, deswegen überlege ich gerade, wie groß wir den Raum machen. Genau den Raum. Den mögen wir wahrscheinlich als erstes basteln. Den mögen wir auf jeden Fall... Ich mach jetzt 6 in die Richtung. Du machst 6 in die Richtung. Ich mach 6 in die Richtung und dann... 6 in die andere. Und nur oben rein. Okay, schwierig. Kannst du mir mal kurz einen Chisel geben? Ich wollte mal kurz was gucken. Hast du einen Chisel-Diesel einstecken? Ich hab Chisel-Diesel. Immer für dich hab ich immer einen Chisel-Diesel einstecken. Ich wollte nämlich mal gucken, was das Ding so kann eigentlich hier. Oh ne, ich sag jetzt nicht, dass wir die ganzen Sachen da nicht mehr abbauen müssen. Macht das irgendwie... Boah, geil! Das sieht ja geil aus. Tron! Ich bin's, Tron! Hui! Sogar echt schon 1000 verschiedenen Farben hier. Boah, geil. Aber irgendwie auch voll geil. Eigentlich muss es ja leuchtender voll kalt sein, ne? Leuchtender Bildschirm mit metallischem Rahmen. Und er leuchtet gar nicht und er hat keinen metallischen Rahmen. Okay. So, so Psycho-Ding hier. Und das erst. Das könnte man so als Audiospur nehmen, was gerade vorher war. War schon ganz schön was hier. Also viel von diesen Neon-Sachen, ne? Ach so, das ist ja der ach so. Kommst du im Prinzip runter und dann hast du hier diesen Wachmann. Wie ist denn das, wenn ich das... Ah, Alter! Alter, geil! Da haben wir doch unseren Bildschirm. Schade. Oder? Voll geil. Und da latschst du so vorbei und dann im Prinzip der Typ hier, hey, der muss echt die ganze Zeit hin und her oder mindestens 2 Stück müssen hier drin stehen, wo dich begutachten, wie du dran vorbeiläufst. Boah, krass. Oder noch geiler, ein Tunnel im Prinzip, wo du durchläufst, so nach dem Motto, ganz schön, Junge. Ja, das ist halt der Tunnel hier. Hier kommt eine Garage-Store rein und vorne auch. Da hast du hier diesen Abschnitt als Überwachungstunnel. Boah, das müssen wir irgendwie in Grün machen, ne? Da kriegt der hier Bescheid, dass er rein darf. Machen die das Tor auf. Also hat hier noch 2-3 Monitore, wo die im Prinzip das sehen. Und dann läuft er. Und dann läuft er durch, wartet hier. Und dann läuft er durch, steht dann hier, wartet, bis er ein Okay kriegt und das Tor wieder aufgeht und kommt dann hier rein. Genau. So dachte ich mir das jetzt relativ vereinfacht, aber. Geil. Kann man mal so machen. So. Schaufelboot. Also irgendwie CIA Underground Base mäßig. Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal diesen für Stargate diesen Pultraum machen, whatever. Genau. Eben. Dann wir können den ja so oft ziehen, wie wir es machen wollten mit diesen wo sie halt alle auf einen Monitor, naja, auf dem Monitor starren sie ja dann in dem Falle nicht. Aber wo sie so in 3 Reihen versetzt nach oben irgendwie sitzen, weißt du, da sitzen halt ein paar mehr dann dort rum, das ist ja egal. Das ist ja dann NASA. Ja, das ist egal, wir können das doch mischen, das ist doch ganz uns überlassen, das ist doch Minecraft, da kann man da bauen, was man will. Theoretisch.
Aber ich fände das wahrscheinlich cooler, wie wenn dort bloß in so einen Stuhl Hansel und ein paar Monitore und so. Das, ich hätte so Bock auf so einen Raum wie mit vielen Monitoren und sowas. Ja, wie bei der Mondlandung, so nach dem Motto. Ja, genau, sowas in der Richtung. Es muss ja jetzt auch nicht wirklich Stargate sein, das haben wir ja gar nicht vor nachzubauen. Wir schützen alles ein. Ja. La la la. So, wir sind übrigens bei 25 Minuten. Okay. Nur so, weil wir uns ja mal an 20 Minuten so halten wollten eigentlich. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, ich danke euch fürs Zusehen und würde sagen, bye bye und bis zur nächsten Folge von Let's Play Minecraft Live in the Woods mit dem Spockup. Ja, der gerade ziemlich verwirrt ist, aber mach weiter. Warum der Dagi jetzt da hinten so weit rüber kommt. Ja, genau. Wie groß willst du den Raum bauen, Alter? Habe ich mir nämlich gerade auch überlegt, wo ich zurückgeschaut habe. Junge, Junge, wie weit bin ich denn? Der muss ziemlich hoch werden, muss der ja. Na, hier oben ja noch weil, nicht. Weil wir ja drei Reihen machen wollen, verstehst du? Ne, hier oben noch nicht. Na klar. Aber willst du das nicht nur eine Reihe hier oben? Hier oben eine Reihe vor so einem Fenster, vor so einem Mega-Fenster, so zweireihiges Fenster, dass man im Prinzip runtergucken kann in den Mega-Raum. Ja, und dann nochmal eine Reihe versetzt ins nach oben, dahinter. Und dann noch eine Reihe dahinter. Operatoren. Oh Gott. Genau. Ne, genau, sowas hatte ich nämlich vor. Ah, okay. Aber im Endeffekt, normale Decken, normale Deckenhöhe ist ja eigentlich 3. Und dann sagst du mal die 5, 6, 5, 7, 8. Nee, 5. Wieso? Obwohl, wir könnten hier auch eine 1 5, runter. 6 oder so. Naja, würde ich nie machen, weil die Halle ja weiter unten sein muss. Aber hier ist so viel schönes Eisen. Nee, also nach unten würde ich nie gehen, weil macht doch keinen Sinn. Weißt du warum? Hm? Jawohl, würde auch Sinn machen. Wäre eigentlich egal, aber umso länger wären die Seitentreppen. Ja gut, die Seitentreppen sind glaube ich unser kleinstes Problem. Aber trotzdem sage ich bye bye und danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.